ein Treffen. Sorry, should we? No problem. Okay. Ja, ich bin der Frau Präsidentin dankbar, dass sie Österreich besucht. Bosnien-Herzegowina ist für uns ein wichtiges Land, politisch gesehen, dass die europäische Perspektive bleibt, der Wunsch, sich der Europäischen Union anzunähern, wirtschaftlich ganz wichtig für uns und auch kulturell, historisch. Много се захвалам председниците да нас посети овде код нас во Австрија. Ми сматрамо да Босна и Херцеговина е веома значајна за нас и као партнер, не само политички, веќе економски и културно. Und was für uns eben wichtig ist, ist, dass einerseits die Europäische Union glaubwürdig Bosnien-Herzegowina vermittelt, dass man alles tun möchte, dass auch von der Seite von Bosnien-Herzegowina alles gemacht wird, um diese Beitrittsperspektive nicht in die Ferne zu rücken, die man nie schafft, sondern eine Ferne zu bringen, wo man wirklich sagen kann, ja, wir sind auf einem Weg. Šta je značajno da pokažemo ne samo od strane Evropske unije, već i od strane Bosne i Hercegovine, vjerodostojno pristup procesu eurointegracija, a s druge strane da ne gledamo daleko u budućnost, već da to bude što brže i što u kraćem roku, da obostrano radimo na tome da Bosna i Hercegovina postane članica Evropske unije. Das ist die Situation. Was ich machen kann, was wir machen wollen, ist auf parlamentarischer Ebene hier die Kontakte verstärken. Die Vorsitzende unserer Freundschaftsgruppe hier im österreichischen Parlament kommt ja aus Bosnien-Herzegowina. I šta je za mene lično najznačajnije da na nivou parlamenta uspostavimo što bolju komunikaciju. Predsedavajuća prijateljske grupe Bosne-Hercegovine Austrije dolazi iz Bosne-Hercegovine i tako da se nadamo da možemo i ovdje izgradimo dalje i jačamo dalje odnose. Ako možete samo kratko pitanje, dakle, evropski put u Bosni-Hercegovini je trenutno na neki način i blokiran time što pojedine stranke oslovljavaju evropski put i NATO put istovremeno, dakle, pristupanjem i NATO. Dakle, kako je vaše mišljenje? Wir haben gerade derzeit eine Situation in Bosnien-Herzegowina, wo einige Parteien den Weg in die Europäische Union auf eine Art und Weise mit Bedingungen der NATO-Mitgliedschaft verknüpfen. Wie ist Ihre Sicht dazu? Ja, wenn das so wäre, hätte Österreich nie der Europäischen Union beitreten können. Das sind zwei unterschiedliche Fragen, die jedes Land für sich lösen muss. Unsere Lösung war klar, dass wir unsere Neutralität beibehalten und nicht der NATO beitreten. Ako je to tačka, onda Austrija ne bi nikad mogla da postane članica Evropske unije. Naravno, svaka zemlja mora za sebe da donese odluku. Međutim, to ne oslovljava ulazak, NATO članstvo ne oslovljava ulazak u Evropsku uniju. Danke.